Dankeschön. Meine Damen und Herren, das Bundesinnenministerium hat vor kurzem beunruhigende Zahlen veröffentlicht, sehr beunruhigende Zahlen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl linksextremistischer Straftaten in Deutschland um 40% angestiegen. 40% mehr Linksextremismus. Um Gottes Willen, habe ich gedacht, da wird ja der Prozess gegen die NSU geradezu eine, ja, Betty Desse, sagen wir da, wo ich herkomme, ja. Aber ich habe ihn ja selbst erlebt, den Linksextremismus. Ich kenne das Problem ja aus eigener Anschauung. Ich war vor einiger Zeit mal in Berlin und dann gehe ich am Abend so in Kreuzberg spazieren. Plötzlich kommt so ein junger Mensch daher und sagt zu mir: Ey, Alter, hast du mal Feuer? Ich gebe ihm mein Feuerzeug und denke mir nichts. Und plötzlich geht direkt neben mir so ein wunderschöner Porsche Cayenne in Flammen auf. Ja. Er drückt mir das Feuerzeug in die Hand und rennt weg. Und dann habe ich erst gemerkt, dass er mit meinem Feuerzeug die Grillanzünder unter dem Porsche. Und dann stand ich da mit meinem Feuerzeug. Und dann kamen 8 Polizisten daher und haben mich eingekesselt. Das erklärt dann mal, ja. Aber ist das nicht deprimierend? Ich finde es deprimierend. Da ist so ein junger Mensch und er hat ein Ziel. Er will eine neue Weltordnung und glaubt irrtümlich, er bekommt sie durchs Auto anzünden. Gut, Schwamm drüber. Und dann zieht er in die Revolution und dann vergisst er die Streichhölzer. Ja, tut mir leid, ich kann das nicht ernst nehmen. Trotzdem, 40% mehr linksextremistische Straftäter. Ich habe dann mal versucht, diese Zahl nur in Porsche Cayenne hochzurechnen. Ja. Bin zu keinem Ergebnis gekommen. Beruhigt hat mich dann allerdings die Ursache für diesen Anstieg. Der größte Teil dieses Anstiegs linksextremer Straftaten waren, aufgemerkt, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Also Sitzblockaden zum Beispiel, und zwar Sitzblockaden von Leuten, die sich den Nazi-Aufmärschen in den Weg gestellt haben. Das heißt also, es gab viel mehr Menschen, die bereit waren, gegen Nazi-Aufmärsche zu protestieren und das blockiert haben. Und die haben sich in den Weg gestellt und die wurden dadurch zu Linksextremisten. Also indem sich Menschen gegen Nazis wehren, haben wir für das Innenministerium kein Problem mit Nazis, sondern mit Linksextremisten. Man könnte sich vor Vergnügen in die Hose schieben, ja. Aber wegen sowas wird ja öfters mal die Frage gestellt, ja, auch wenn man sieht, was beim NSU-Prozess alles rauskommt, wird die Frage gestellt, ist unser Staat auf dem rechten Auge blind? Ja, aber schon die Frage ist eine Frechheit gegenüber allen Blinden. Ja, weil, wissen Sie, ein Blinder sieht auf seine Weise nämlich sehr viel, auch wenn er nichts sieht. Der Staat hingegen sieht oft auch da nichts, wenn er was sieht. Und das nennt man nicht Blindheit, sondern Blödheit, ja. Und zwar totale Blödheit. Aber bitte, von der Blödheit leben ja ganze Branchen, ja. Durch die Blödheit haben ja auch diese Populisten bei der Europawahl so profitiert. Wobei, aufgemerkt, Populist ist nicht gleich Populist, muss man unterscheiden. Es gibt zum Beispiel Vollzeitpopulisten. Die ziehen durchs Land mit Sprüchen wie: Wir sind nicht das Weltsozialamt. Von wem stammt's? Ha? Von der AfD, genau. Die AfD, die Partei der älteren Herren in teuren Windjacken. Wir sind nicht das Weltsozialamt. Und gegen wen geht es? Gegen wen? Gegen diese Schnorrer, die auf unsere Kosten Flachbildschirme. Gesindel, ja, Gesindel. Vollzeitpopulisten. Dann gibt es Teilzeitpopulisten. Die haben dann so Sprüche drauf wie: Wer betrügt, fliegt. Von wem ist es? Genau, von der CSU. Und gegen wen geht es? Gegen die Schnorrer, die Flachbildschirme auf unsere Gesindel, ja? Gesindel. Obwohl auch die CSU weiß, dass wir Zuwanderer brauchen, dass wir ja angewiesen sind auf Menschen, die sich bei uns und von uns ökonomisch verwerten lassen und dass auch Bayern von der Zuwanderung profitiert, das weiß doch die CSU. Die CSU ist doch nicht blöd. Die CSU ist doch keine rassistische Partei. Also jedenfalls nicht rassistischer als andere. Vielleicht ist sie nur schamloser, ja? Und schamlos war die Kampagne der CSU. Und da habe ich mich schon gefragt, warum es denen nicht noch nachträglich jede Oblate einzeln nach oben wirkt, die ihnen ihr bayerischer Papst jemals in den Rachen geschoben hat. Ja? Aber gut, da sind die Teilzeitpopulisten. Vollzeit, ja bitte, mir wurscht. Ja. Und aber das nächste Mal gleich ein wenig entschlossener, ja? Also, wir haben Teilzeitpopulisten, wir haben Vollzeitpopulisten und dann gibt es noch die pragmatischen Gelegenheitspopulisten und die haben dann so Sprüche drauf wie: Europa ist keine Sozialunion. Von wem stammt es? Von der Kanzlerin. Und wen meint sie? Die Flachbildschirme auf unsere Kosten. Sie sagt das Gleiche, nur halt eleganter, ja?
Europa ist keine Sozialunion. Mit dieser Ehrlichkeit wollte sie die Menschen beruhigen. Dabei ist diese Ehrlichkeit direkt beunruhigend. Denn wäre Europa eine Sozialunion oder wollte es eine sein, ja, dann hätten wir jetzt vielleicht weniger Extremisten im EU-Parlament und dann wird uns das Schicksal von 25% arbeitslosen Jugendlichen auch nicht so wurscht sein. Ja. Aber jetzt wissen wir ja, worum es der Frau Merkel geht. Das betont sie ja auch immer mit diesem einen großen Satz, der ihr wochentags zur Verfügung steht. Sie wissen welche? Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Ein Satz, der einem Angst macht, oder? Weil man überhaupt nicht weiß, was er bedeutet. Sie erklärt ja auch nichts. Was heißt es, scheitert der Euro, dann scheitert Europa? Wer ist denn Europa? Nur die Länder, wo es den Euro gibt oder alle anderen auch? Und wenn Europa scheitert, ja was ist dann? Gibt es dann wieder Krieg? Marschieren wir dann vielleicht vor Putin in Polen ein? Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Ein Satz, der für mich nach langem Nachdenken in seiner nebulösen Sinnhaftigkeit auf einer Ebene steht mit Sätzen wie nette Menschen trinken Kümmerling, ja?